Sie, ihr, they, them. Was? They, them? Are you serious? Aber wirklich, das ist übersetzt worden. Nein! Du hast wohl einen ruhigeren Job gesucht, was? Kopfgeldjagd ist schon was anderes als Space Mining. Mhm. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Alles klar. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Es gab so ein Licht und Musik. Nee, ich glaube nicht. Es war unglaublich, wie ein Traum oder eine Vision. Ich weiß nichts mehr, nachdem ich den Tunnel gegangen bin. Was ist das für ein Ding? Hä? Einfach mal komplett random. Fettfingern. Ja, das kann ich auch gut, ne? Ich hoffe, du bist jetzt Datem. Nee, ich glaube, es war eher ihn. Hey, sag was. Es war unglaublich, wie ein Traum oder eine Vision. Ganz ruhig, Superstar. Sind wahrscheinlich nur die Endorphine von der Bewusstlosigkeit. Hab jetzt hier bitte kein Erlebnis, ja? Geht sicher gleich wieder. Viel wichtiger ist, wir haben, was wir wollten. Nice. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir, wenn man vom Teufel spricht. Ja, nice. Okay, wir sind jetzt bei unser unserer Mining Station. Ist im Anflug. Moment. Dieser Entdeckertrupp? Ich dachte, die wären Loser. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Hey, ich sage ja nur, dass sie einen Ruf haben. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde nicht gibt. Tut es aber. Genau wie die Constellation. Ja, aber komm schon. Den Weltraum erkunden? Wer macht das denn noch? Der Raum, den wir kennen, ist doch Stress genug. Für die wohl nicht. Okay, Dusty, Luftschleuse. Leg den Helm an. Okay, drücke Tab, um das Datenmenü zu öffnen. Okay. Ja, nice. Das ist eine Topografiekarte, wo wir gerade sind. Aber, okay, genauer. Ja, gut, das ist, ja. Vectra, Mond von Anselen. Fels, Schwerkraft ist fast ein G, extrem kalt, dünne CO2-Atmosphäre, schwache Magnetosphäre. Mhm, okay. Um das Datenmenü zu öffnen, ja, habe ich. Oh, Mond. Das ist nice. Schaut euch das an. Ja, sehr, sehr geil. Lol, hat man hier sogar die Gravitationswellen als Anzeige. Das finde ich schon sexy. Das Extractor Mining Außenposten. So nah kann man ran, okay. Ressourcen zeigen. Also so wird man dann wahrscheinlich... Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Mass Effect. Und nochmal. Das ganze System Narion. Fette Sonne, mehrere Planeten, zwei Gasriesen. Wir sind hier auf dem Mond. Margaret, okay, also ich denke, wir werden da auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu erkunden haben. Eine Sternstation, zwei Stück sogar. Okay, ja. Und noch weiter raus. Ach du Scheiben. Wir werden so lange hier brauchen. Hier gibt's Sol und Alpha Centauri, nice. Olympus, Cheyenne. Ja, geil, okay. Moment. Ja, aber da habe ich jetzt noch nicht meinen Helm auf, ne? I ist klassisch, okay, Inventar passt. Tiefenminenanzug, Rucksack. Hier, Helm, nichts ausgerüstet. Tiefenminenhelm. Um ihn auszurüsten. Okay. Ne, passt gut mit dem Bart. Doch, ja, bin ich. Finde ich gut. Ja, ich werde noch ein bisschen brauchen, um mich zu akklimatisieren, aber wird schon passen, ne? Tür. Und da kommt's. Dankeschön. Das höre ich öfter. Immer noch nach 7 Stunden, ja, glaube ich dir sofort. Habe ich gelesen, Chris? Schauen wir dann noch.
Servus. Cooler Typ, ne? Lynn. Oh, ich kenn dich. Aus dem Trailer. Ist lange her. In der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal war sein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier, der Neue. Ach ja. Servus. Und alles lief cool? Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst auf einem Trip, ja? Ja, und was für ein besser als Pilze, Bro. No. Woher willst du das wissen? Okay, wir sind ja eher so der Badass-Typ, ne? Könnte man so nennen, mir geht's gut. Drei, oder? Woher willst du das wissen? Aber na, das passt so zu unserem Ding so am besten. Zu unserem Charakter. So ein bisschen rough, so ein bisschen einfach mitten raus, rein in den All-Style. Verdächtige noch Waffe aus den Details auf einem Gebäude in großer Rums. Mache ja mal gucken. Muss ich mir dann nochmal genau anschauen. Ja, woher willst du das wissen? Naja, man könnte sagen, in den unendlichen Möglichkeiten des Universums gibt es alles außer Zufälle. Woher willst du das? Okay, ja, könnte man so nennen. Oder, nee, mir geht's gut, gibt nichts zu bereden. Okay, enttäuscht mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber die seltsamen Seiten des Alls sind nicht für jeden was, das verstehe ich. Hey, gib mir einfach die Credits, dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Oh, Scheiße. Das ist die Panik? Panik! Panik! Optional, nimm meine Waffe. Jawohl. Scheiße, wie wechsle ich die Waffe? Nein! Moment, Waffen, Pistole, passt. Da gibt's bestimmt eine schnellere Variante. Ja, ja, alles klar. Ja, okay. Bin voll ausgebildeter, knallharte Gangster. Okay, ich muss näher ran anscheinend. Lass den Robo-Freund in Ruhe! Ja, du wirst ein bisschen verfolgt dann so. Skilltechnisch bin ich auf jeden Fall wieder voll an der. Alter, was ist das für eine Spritzpistole, Mann? Ich habe übrigens auf schwer eingestellt. Sollte ich vielleicht nochmal überdenken. Dure Null! Voll in die Fresse, Junge! Und der andere geht voll mit dem Laser rein. Alter, was für ein krasser Typ! Wow! Alter, ist dem gerade der Jetpack explodiert? Komm raus hier, du Schmuck! Ich sehe dich gerade. Wow! Critical Hit! War das alle? Ja, nice! Great success! War vielleicht jetzt nicht die beste Art von. Ja, cool, okay, gleich mal nehmen. Sehr schön, einfach mal looten, weil der Loot gut tut. Transfer ist. Nee. Okay, ich dachte, es gibt so eine Alles-Nehmen-Taste. Gibt's dann wohl nicht. Ist alles meins jetzt. Ist alles meins. Ihr Schmucks. Frech. Haben die da fallen gelassen? Nichts Wichtiges? Oh. Ja, der hat's ja schon hinter sich, ne? Der braucht es gar nicht mehr. Der
Der hat's hinter sich. So, alles in Ordnung, Bro. Hast du gesehen, wie Lin einfach auf die Piraten zugestürmt ist? Krasser Scheiß, ja. Warst du bei dem Kampf dabei? Du weißt aber, dass es keinen Heldenbonus gibt, oder? Nö, ich war ganz unbeteiligt und habe einfach nur zugeguckt. Alter Vater. Credits. Rettungsaxt! Yes! Nice. Noch eine Rettungsaxt, sehr schön. Wie ehrlich, wenn das Management nachher irgendwas von Mithaftung labert, bin ich raus. Haben wir irgendwelche Verluste? Irgendjemanden, den es erwischt hat? Okay. Ja, ne? Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Okay. Hey, das war gute Arbeit. Du bist cool geblieben. Eisernen Adern, Rail. Eisernen Adern. Naja, okay. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen. Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Okay, wenn sie mir sagen können, was das für ein Artefakt ist, bin ich dabei. Runde von diesem verdammten Mond, nichts lieber ist das. Warte mal, ich wollte nie irgendwas mit all dem zu tun haben. Was ist die Constellation überhaupt? Starrst du nachts in die Sterne und fragst dich, was da draußen ist? Das sind wir. Da fliegen wir hin. Okay, also Explorer. Ganz kurz nochmal, du hast eine Schnellauswahl mit Q, musst die Waffe im Inventar mit B belegen. Okay, dann muss ich mal schauen. Hast einen Farmer, Elite, was Farmer, Motherfucker. Schön. Ja, aber ich glaube, man kann ja, was ich so mal mitgekriegt habe, auch ein bisschen reinskillen. Also um zum Beispiel Pistolenentfernung und so, das auch nochmal zu vergrößern. Bin immer schon sehr gespannt, wie das auf jeden Fall funktioniert. Was? Hab gerade gelernt, man kann sich an seinem eigenen Niesen verschlucken. Ja, Gönnung. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, okay. Eis in den Adern und neues Land in der Unterhose. Du gröbelst? Guter Instinkt. Ja, guter Instinkt. Wir sind ja auch auf Geld aus, oder? Wir sind ja ein Gangster. Das heißt, wenn wir schon mal mit sowas Speziellem zu tun haben, dann wollen wir doch auch wissen, was das ist und ob man da irgendwie Credits rausziehen kann, oder? Was passt am besten zum Charakter? Ich muss noch so ein bisschen Findungsphase, ne? Ich dachte, du hättest was gesagt. Ach, nö. Ich denke nur nach. Heiß und innig. Wenn sie mal sagen können, was das für ein Artefakt ist, bin ich dabei. Fantastisch. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt alle auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke? Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lin. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein. Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Danke für alles. Vergiss es, nicht mein Job. Sie klauen unsere Jobs. Nee, es ist nicht mein Job. Und die Mine, braucht ihr mich nicht? Vergiss es, nicht mein Job. Sind wir wirklich so... Ja doch, wir sind ein Arsch, ne? Wir sind ein Arsch, haben wir gesagt, oder? Wir sind einfach ein Arsch. Vor allem danke für alles. Sie hat mich alleine da reingeschickt, so in der Richtung, ne? Wenn der umkommt, interessiert mich nur peripher. Und jetzt so danke für alles, ne? Ganz toll. Okay, vergiss es nicht, mein Job. Kapierst du das nicht? Du hast hier keinen Job mehr. Du bist jetzt bei diesen Erkundern. Wohl oder übel. Geh einfach, okay? Finde raus, was passiert ist, als du den Felsen berührt hast. So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ich mag den Roboter. Hey, hier. Kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Oh, nice. Hey, sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Hättest du wirklich geglaubt, ich habe so ein fettes Handgelenk, dass mir die Uhr nicht passt? Was für ein Schmuck.
Hey, die Uhr hab ich. Ja, schön für dich. Das ist sehr schön für dich. Hätte ich auch gern. Warum schickst du mich? Soll das nicht eigentlich du gehen? Du gibst mir dein Schiff. Wer seid ihr? Was ist die Constellation? Fragen wir mal das Offensichtlichste. Warum ist die Crimson Fleet hinter dir her? Sie folgen einfach der Beute. Wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Okay. Und was genau haben wir da eigentlich ausgegraben? Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Ich meine, wir haben es zwar schon gefragt, aber einfach nochmal, wer seid ihr eigentlich? Was genau ist die Constellation? Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten, erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Schön umschrieben. So, also, gibst du mir einfach dein Schiff? Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ist geliehen. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Okay, warum schickst du mich? Sollst du nicht eigentlich selber gehen? Hey, komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Ja, gut, dann sayonara. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. Ja gut, ne, also dann, Ling. Gehst du dann mal? Hier bringst du uns nicht. Ja, okay, ist ja gut. Servus, ciao, Hella. Oh Gott, ich muss kotzen. Aber nicht in den Anzug. Nein, du kleiner Drecksack. Nicht in den Anzug. Okay, so, hier, auf geht's, Vasco. Ich hab gehört, wir haben einen Job zu tun. Space Gucci. Zeig mal her, die Uhr. Kann ich die eigentlich jetzt irgendwie sehen? Sonstiges Ressourcen, Outfit, Kleidung, nö, tatsächlich nicht. Wahrscheinlich nur, wenn ich andere Klamotten habe. Okay, ab jetzt, komm, wir haben lang genug Zeit vertrödelt. Bin schon da, Vasco, jetzt komm. Auf geht's. Die Rampe hoch, Captain. Ich bin in der externen Bucht. Alles klar. Sie sind wohl der neue Captain der Frontier. Schaut's aus, Junge. Captain, das Indigo-Protokoll ist aktiv. Alles klar? Ist jetzt wohl meins? Und du gehst dann in den Kofferraum oder so? Ist gut, ne? Passt, was haben wir hier? Medikit und Antibiotika. Einfach mitnehmen. Ist zwar jetzt mein Schiff, aber... Synapse Alpha? Gut, wir schmeißen uns dann einfach ein paar Pillen ein, dann schläft sich's leichter. Sehr schön. Geh ich mal, ne? Alles klar. Captain, ich nehme an, Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ein Klo! Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Alles klar, Vasco, ich gehe erstmal schön ein Abseilen. Die Tür geht nicht zu, wenn man drin ist. Es ist sehr maximal belastend. Man muss mit offener Tür kacken. Was? Ne, Moment. Wenn man sich hinsetzt... Ja, doch. Warten? Lol, man kann hier warten? Ne, wie kann ich... Okay, mit WASD kann ich wieder aufstehen. Ich wollte jetzt nicht einfach mal erstmal auf der Toilette warten. Nee, das... wurscht. Okay, schauen wir uns mal das neue Schiff an. Wir haben auf jeden Fall schon ein Sandwich. Nice. Angebissenes Sandwich. Ein Salami-Käse-Sandwich, das ist wahnsinnig lecker sein muss. Erkennt man an dem großen Stück, das davon abgebissen wurde. Okay. Regeneriert viel Gesundheit. Was haben wir noch? Ein Digi-Dietrich? Okay, den nehmen wir mal mit. Klingt so ein Schlagschrauber. Hier kommt, bevor ich jetzt das ganze Ding leer loote. Ja, wir haben eine schöne Dining-Area, Küche und so am Start. Auf jeden Fall auch was zum Pennen. War das hier von ihm eigentlich alles? Don't use. Helm, Constellation, kaputt. Okay, ja. Es ist wohl nicht so gut. Lol. Einfach ein paar Bilder vom Robocop. Schön.
Ja, ist doch ganz nett. Was ist hier? Navigationskontrolle. Okay, die werden wir wahrscheinlich später noch brauchen. Eine Forschungsstation. Was haben wir hier hin? Das ist Flavor. Fluff. Okay, gut. Luke. Nice. Ah, nein. Oh, da kriege ich schon so ein bisschen Expanse-Vibes, oder? Sehr, sehr geil. Schleudersitz? Hm, okay. Gut zu wissen, dass es sowas gibt. Ja, dann rein in den Aal, würde ich sagen. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Okay, aufstehen, verlassen, abheben. Wo ist der Unterschied zwischen verlassen... Ah, okay, ich habe schon gehört, dass es mehr oder minder so, ich sag mal, Shortcuts gibt, ne? Dass du einfach direkt gleich aus dem Schiff raus kannst, ohne tatsächlich nochmal nach hinten gehen zu müssen und auszusteigen und so. Das wird dann wahrscheinlich verlassen sein, nehme ich mal an. Ja gut, seid ihr bereit? Gehen wir ins All. Sollen wir abheben? Schleudersitz im Weltraum betätigen ist am effektivsten, oder? Wir können es auch mal hier auf dem Boden probieren, ne? Okay, jetzt lang genug. Space. Schauen wir mal. Ah, schön. Ui. Geiler Mist. Okay, wir sind direkt im All. Nicht zu lange in die Sonne gucken, nachdem Leute. Wenn wir nun im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen. Alles klar. Um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall... Wäre nicht so nett. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Fluterfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme. Und es geht los. Nö. Okay, jetzt, nice, wir kriegen ein paar Tutorial-Texte. Sehr schön. Nice. Halte Alt gedrückt und wechsle mit WASD zwischen den Schiffssystemen hin und her und weise ihnen Energie zu. Willst du das Tutorial für das Schiff überspringen, starte alle Systeme einschließlich des Graph-Antriebs. Okay. Also halte Alt gedrückt und WASD. Ach, hier links unten. Okay, sprich Laser, Ball, Raketen... Graphantrieb. Das System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Okay, cool. Sehen wir uns den Antrieb an. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Okay, ANT steht dann für Antrieb oder was? Nee, mit W und S beschleunigst oder bremst du das Schiff? Schiffsantriebe haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem HUD zu. Mhm. Links unten sehen Sie einen Farbmesser. Ja. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Logisch. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon übereinstimmt. What? Hier? Mit Boost. Ah. Kann man einen Geschwindigkeitsschub erhalten. Also, wenn ich es richtig gesehen habe, hier, ihr könnt sehen, links ist ja Tempo. Und dann gibt es so einen Sweet-Spot-Bereich, an dem ich quasi am besten wenden kann oder am effektivsten und schnellsten. Und Boost. Leiten Sie Energie okay. Zu den Schilden. Oh shit, den muss ich wieder ausmachen? Okay. Erhöht deren Stärke. Schilde schützen das Schiff vor Hüllenschaden. Alles klar. Ohne Hülle werden wir pulverisiert. Klar, soweit. Schildenergie wird rechts unten angezeigt. Der Hüllenschaden darunter. Sieht man... Moment, bei euch muss ich wohin zeigen? Darunter, ne? Okay, da sitze ich jetzt gerade davor. Was soll ich denn jetzt machen? Schilde? Ne. Recht ordentlich. Geradeaus, ja. Dich auch mit Kampftaktiken aus. Nein. Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet Schiff. Und er setzt seine Waffen ein. Nee, du, ich kenne mich noch nicht mit Kampftaktiken aus. Ich habe überhaupt keinen Plan. Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Halte das Schiff in der Mitte des HUD.
Dann können wir es erfassen und eine Lenkrakete abfeuern. Okay, in der Mitte des Hut, Lenkrakete, mache ich wie? Zielerfassung, R. Oh, okay, so kann ich ganz genau schießen. Sehr nice. Voll auf den Antrieb. Gegnerische Schilde sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Drücke G, um eine Rakete abzufeuern. Bam. Sehr schön. Drücke Maus 2, um mit der was ballistischen Kanone zu feuern. Heiligsbleche. Kann ich hier noch irgendwie mit... Oh Gott, ich will hier wie in Star Citizen ballern. Bist du das, Barrett? Drück die Beute raus. Nix da, Barrett ist einkaufen. Kaboom, Junge! Schön, okay. Woo! Wow, shit! Glückwunsch, du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt, Captain. Lass uns das verhindern, Ersatzteile und anderem Ersatz suchen. Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Alles klar. Damit wir die Überreste betreten können, I see. Indoor Face. So, volle Bremsung. Okay. Nähere dich dem Schiffswrack und drücke E, um es zu plündern. Schwerelos Aufhängung. Okay. Haben wir noch irgendwas? Nö, das war's, ne? Es springen zwei weitere Crimson Fleet-Schiffe zu unserer Position, Captain. Kann ich eigentlich mit Leertaste oben ausweichen oder so in der Richtung? Scheiße. Oh, fuck. Wir nehmen... Ich hab schon wieder vergessen, wie das mit dem Zielvisier war. Zwischen den Weltraumzielen hin und her zu schalten, aber das habe ich ja schon gemacht. Moment, zack. Gib ihm und wieder Gas. Komm, die Schilde müssen gleich runter sein. Und dann gib ihm. Okay, und der andere ist hinter uns. Ich merke ihn schon, der tut weh. Komm her, du Schmuck. Kraftvertrieb ist tot. Bam, Euler. Komm her, jetzt gehen wir doch nochmal den Rest. Sehr schön. Ich habe meine Tutorial-Schlacht überlebt. Könnte unsere Mission durch ihre unaufhörlichen Angriffe tatsächlich gefährdet werden. Okay. Sie sind hinter der Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Ein perfektes Piratenversteck. Okay. Drücke Tab, um das Datenmenü zu öffnen. Dort kannst du auf die Sternenkarte zugreifen. Machen wir gleich. Ich muss nur noch mal hier Eisen looten. Okay. So, ich muss mir auf jeden Fall noch mal mit der Steuerung vertraut machen. Was ich zum Beispiel jetzt gerne hätte, wie komme ich so und so? Ne? Also habe ich hier die AD-Option, sehe ich, ist Rollen, das Schiff. Aber wirklich seitlich fliegen, beziehungsweise hoch runter mit Steuerung oder der Leertaste haben wir hier nicht. Muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, wie das funktioniert. Erstmal in Real-Life ausweichen. Ja, ist halt echt so. Jetzt schauen wir erst einmal... Nee, Tab halten war das, oder? Genau. So, wir müssen jetzt wohin? Ja, mich zeigen, V. Wir sind also immer noch hier. Ich kann nichts sehen. Also ich bin der kleine Dot wahrscheinlich. Wo muss ich jetzt gleich wieder hin? Hier. Reise nach Crete. Doppelklick. Ja, haut hin. Okay, das heißt, Scan nicht möglich. Landeziel festlegen. Maus 1. Kurs auf Crete. Ja. Okay. Reisen. Ah!
Habe die Ehre und Dankeschön, werter Talk, für den 10. Resub. Nice. Wie geht's dir? Dankeschön, Dankeschön. Warte, willkommen im Club. Wir haben den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Ich habe immer noch ein bisschen... So, hier Planetenansicht, das Sternenkarte, enthält Informationen über die Umgebung, lässt dich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Drehe den Planeten, bis du das Kartensymbol Creed Forschungslabor siehst. Wähle es danach aus, um dort zu landen. Okay. Ja, Forschungslabor sehen wir. Zack, und Landeziel festlegen. Landen. Okay, bevor wir das tun, will ich aber nochmal was gucken. Kann ich hier irgendwie auch noch weiter ranfliegen an die ganze Nummer. Ich muss das jetzt einmal mal schnell testen. Also ich weiß natürlich aus vorheriger Info, du kannst quasi nicht einfach Star Citizen-mäßig einfach irgendwo hin und landen und hast du nicht gesehen, sondern das funktioniert eher wie bei Mass Effect oder sowas damals, dass du da deine festen Landezonen hast. Ich glaube, später mal kannst du auch unterschiedliche auf dem Planeten irgendwo landen. Bin sehr gespannt. Alice Missionsziel. Oh, du kannst bestimmen, welche Quest in deinem HUD angezeigt wird. Es kann jeweils nur eine Quest verfolgt werden. Wähle die Quest aus, um eine Liste offener Ziele anzuzeigen. Wähle ein beliebiges Ziel der Quest, um die gesamte Quest zu verfolgen. Mit Kurs festlegen kannst du automatisch zum nächsten Ziel deiner aktiven Quest navigieren. Okay, Barrett möchte, dass ich das Artefakt zu seinem Kollegen bei der Constellation bringe. Für die Reise stellt er mir sein Schiff zur Verfügung. Okay, und sein... soweit zu schnell. So, einen wunderschönen Freitag wünsche ich dir auch. Wie geht's, wie steht's und willkommen zu Bissal Starfield! Nice. Endlich. So, hast du im Schiff schon nach einer richtigen Knarre umgeschaut? Nö. Nö. Wie kann ich eigentlich gleich wieder aufstehen? Wir gehen mal auf den idealen Geschwindigkeitsding. Mit E halten. Okay, das wäre ja tatsächlich interessant gewesen, das mal irgendwo eingeblendet zu sehen. Ich will euch jetzt aber auch nicht damit nerven, dass ich 15 Minuten lang die Tastaturbelegung studiere, ne? Na gut, währenddessen wir hier unterwegs sind. Wir sind ja gerade alleine, aber eine Waffe habe ich hier, glaube ich, nicht gesehen. Eine Hydraulikklammer, hier ist anderes Gedöns. Barrett, persönliche Slate 1. Du weißt, wie es läuft, Pascal. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation, auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Okay. Ja, schön. Ich mag, wie der denkt. Gut, aber ein Topf. Ja, wir haben eine Bratpfanne. Also PUBG-mäßig hätten wir es schon durchgespielt, ne? Schlaghammer, aber ich habe noch nirgendwo irgendwie eine größere Waffe oder was in der Hinsicht gesehen. Nee. Aktuell, wenn ich mich entsinne, wir haben ja noch die Eon-Pistole. Oh, ja, tatsächlich. Maelstrom. Eine Rettungsaxt. Ja, nice. So, wie war jetzt das? Ich kann hierher gehen und Favoriten festlegen. Ne? Favorit. Kann ich da immer nur einen haben? Ich rüste jetzt mal die Maelstrom-Knarre aus. Die schaut auf jeden Fall aus, als hätte sie ein bisschen mehr Wumms als meine kleine Spritzpistole hier. Und wenn ich jetzt richtig gehe, hast du gesagt mit Q? Leerer Platz. Da schau doch mal hin. Wenn ich jetzt hier auf die 1 gehe oder ich gehe hier auf Favorit und dann... Ah, jetzt hat. Okay, passt. Das so funktioniert, das habe ich schon herausgefunden. So kann ich mir quasi die Dinger alle belegen. Das heißt hier Favorit 3. Mhm, dann habe ich jetzt 1, 2, 3 und eine modifizierte Variante. Ist die besser? Hat weniger Masse, weil es einen Mod drauf hat. Macht aber gleich viel Schaden. Okay, dann nehme ich die als Waffen. Okay, soweit so gut. Dann habe ich die auch mal auf meinen Kurzwahl-Dingern. Oh, schön. Ah, okay, perfekt. 1, 2, 3 und so weiter, beste. Nice. Dankeschön, Lasi. So, dann gehen wir mal wieder rein in den All. Und dann gehen wir mal den werten Herren Banditen und Piraten guten Tag sagen, oder? Einfach mal guten Tag sagen.
So, übrigens hier, die Frontier kann ich mir auch mal angucken. Das ist die Ansicht. Da können wir uns das Schiff ganz genau angucken und vor allem habe ich schon gesehen, du kannst die modular zusammenbauen, wie du lustig bist. Reparieren auch möglich, okay. Mache ich jetzt noch nicht, weil ich mal sehen will, was zur Hölle dann tatsächlich dafür drauf geht oder inwieweit, was man dafür braucht, kann ich so noch nicht sagen. Okay, wir haben 1 von 1 Schiffen, also das passt. Crew haben wir noch keine, Frachtraum F. Oh, das ist das ganze Zeug. Nee, ist das aber das, was ich schon gesammelt habe? Das war nämlich dann das nächste. Ich habe ja auch ein Inventar. Das wird wahrscheinlich nicht automatisch ein Schiff transferiert, oder schon? Passt, wir gehen hier, Zertifikat brauchen wir nicht, modifizieren hier. Wir müssen zum Forschungslabor. Lande bei der Creed-Forschungsbasis. Hast du am Mann, das Schiff hat auch ein Inventar. Aber cool. Yes, please! So ist das geil. Gelandet. So, jetzt probiere ich es mal. Da ist was weggeflogen. Mit verlassen. Ja, okay, dann ist es wirklich so. Dann kann man quasi diese Shortcuts machen, um einfach zu sagen, bam, teleportiere mich raus und fertig. Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Finde ich gut. Nice. Warum ist dieser Captain der Crimson Fleet ausgerechnet hinter Barrett her? Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Normalerweise, weil er immer noch lebt und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Ein heiß begehrter Gegenstand, klingt gut. Wer seid ihr, du und Barrett? Was ist die Constellation? Ich will nur wissen, was er zu sagen hat. Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Oh, man kann hier auch die Kamera nicht sehen. Oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf. Eine oder zwei Personen. Oder wie bei Barrett und mir, eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten sie sich der Constellation anschließen, wären sie das 10. aktive Mitglied. Nur 10 Stück? Okay. Warum vertraut mir Barrett eigentlich sein Schiff an? Barrett würde sagen, dass wir alle vor Milliarden Jahren eins mit dem Kosmos waren. Sie kennen sich also praktisch schon ewig. Ja, aber ja. Letzten Endes braucht er sie wohl einfach nur. Die Anzahl der bekannten Menschen, die den Artefakten ausgesetzt waren, beträgt jetzt 2. Wenn sie nicht zwei in die Mission der Constellation investieren, wird er nie mehr über ihr gemeinsames Erlebnis erfahren. Deshalb vertraut er ihnen, um ihre Unterstützung zu gewinnen. Alles klar. Na gut, dann lass uns Ausrüstung tauschen. Das Tragen von Objekten gehört zu meinen einfachsten und nützlichsten Prozessen. Nice, ich habe einen Packesel. Voll gut. Nice. Okay, aber schauen wir uns später an. Ich will euch jetzt nicht zusätzlich mit dem Random-Zeug hier irgendwie nerven. Erstmal schauen wir uns den Planeten an. Wir sind gerade zum ersten Mal. Wo? Liegt die verlassene Forschungsanlage in dieser Richtung? Hui! Nice, niedrige Schwerkraft, beste. Okay. Sieht auf jeden Fall ein bisschen karg aus hier. Aber alles gut, ne? Es ist halt ein karger Planet, es ist ein Mond, ne? Hui, ja, aber wie hoch? Captain. Alien-Kreaturen sind oft unberechenbar. Servus. Ich kann die Waffe nicht ziehen. Ja, alles gut, Bro. What the fuck? Wir haben alle
Feinde in der Nähe vernichtet. Warum hat er plötzlich angegriffen? Drücke F für deinen Scanner. Du kannst Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Mit jedem gescannten Objekt wachsen deine Analysedaten des Planeten. Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Um den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten und sozialen Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. Alles klar. Fotomodus zurück. Geländeoberfläche. Hm? Okay, nee, das da wollte ich nicht hin. Wie kann ich jetzt... Scheiße. Nee. Ich wollte den scannen und nicht mit einem Laser abbauen. What the heck? Nochmal, wenn ich jetzt hier auf E gehe. Nee, auf F ist das der Scanner. Dann kann ich hier sagen, Analyse, Flora, Fauna, Ressourcen. Oh. Kümmere dich um den Captain der Crimson Fleet. Machen wir gleich. Aber habe ich hier irgendwo... Nee. Irgendwie scannen oder so? Ich dachte... Nö. Also das war schon jetzt gescannt, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Okay, lassen wir das kurz. Passt. Also, rein in den Aal. Wir haben was zu tun. Scannen. Helium, Argon. Moment. Wasser, Eisen. Okay, das ist Eisen. Das heißt, ich könnte jetzt hier theoretisch hergehen und sagen... Ja, nice. Ich mach das, was ich einfach die ganze Zeit gemacht habe. Wir werden Miner. Wir sind ein fucking Dusty, also bleiben wir ein fucking Dusty, bis wir was anderes sind. Oh, Silber, komm, das brauche ich auch noch schnell. Man weiß nie, was man es brauchen kann. Ich sehe nur jetzt schon, dass mein Inventar plötzlich sehr voll werden wird. Ne? Oh Gott, lass das ein bisschen bleiben. Ach, das kann sein. Vielleicht muss man mehrere scannen, um auf 100 zu kommen. Ah, ja, das ist eine Möglichkeit, ne? Creed Forschungslabor Ort entdeckt. So, bevor wir jetzt aber da reinjeten, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei, deswegen erst einmal speichern. Neuen Speicherstand anlegen und Call it a day. Great success. Dann stellen wir uns mal vor. Ist eine Konföderation kleiner, unabhängiger Piratencrews, die alle unter demselben Banner fliegen. Sie sind oft skrupellos. Brutal. Also eigentlich sehr interessant für uns gerade, die Crimson Fleet. Okay. Ich will nur noch mal kurz gucken, ob es hier noch was zum Mitnehmen gibt. Sieht jetzt gerade nicht... Doch, tatsächlich. Ich könnte eine Rohrzange mitnehmen. Sehr schön. Okay, nee, komm. Ich habe jetzt euch schon so lange auf die Folter gespannt. Wir machen jetzt mal ein bisschen Action. Gib ihm. Okay. Das Gehen ist mir irgendwie so ein Müh zu langsam, habe ich den Eindruck. Was? OP-Schale. Ja, nice. Voll OP, das Teil. Siegelbehälter. Also ich weiß auch noch gar nicht, für was gut ist. Deswegen scheiß der Hund drauf. Wir nehmen uns erst einmal diesen Medikit. Da weiß ich definitiv, für was es ist. Und gib ihm. Moin! Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Interessant. Servus. Ah. Was haben wir hier? Briefablage. Toll. Du kannst wieder alles mitnehmen. Oh Gott, das triggert mich. Flasche mit Genprobe. Okay. Ich meine, es ist eine Genprobe. Einfach mal mitnehmen. Ein Cred Stick? 188 Credits! A great success! Und Dietriche. Das ist gut. Ah, schön. Erst einmal looten, weil der Loot gut tut. Tut gut, loot. Hm. Keiner zu Hause, oder was?
Zange, was haben wir hier? Ist okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich schaue zu genau. Kann das sein? Was war die Taschenlampe gleich wieder? Funzlor F, ja. Scheiße, sie haben mich. Moin! Servus! Alter! Nice! Ahu! Okay, success! Passt! Schon wieder weggeachstet. Das ist mein Wetter. Sehr geil. Okay. Ich meine, die sind einfach hergegangen und haben mich angegriffen. Ich hatte quasi... Gar keine Wahl, ne? Ich hatte gar keine Wahl. Ich musste mich einfach wehren. Und die hat mich auf jeden Fall gut erwischt. Rettungsaxt, Cyberware. Alles klar. Gibt's hier eigentlich auch... Normale Angriffe, blocken kann ich auch. Gibt's ne, irgendwie eine Art schweren Angriff? Nee. Okay, hoppala. Haben wir hier würzige Würmer? Was? Was habe ich schon wieder alles aufgekauft? Würzige Würmer. Kaffeetasse brauchen wir nicht, nee. Ich bleib mal lieber hierbei, da weiß ich, was ich hab. Frontschwein regelt, aber zuerst natürlich Toilette! Nee, da wollte ich eigentlich nicht. Okay, gib ihm. Rettungsaxt. Ja, die rettet dich auf jeden Fall. Diplomatisch sind wir schon mal nicht. Ja. Alien Isolation Vibes kriege ich hier tatsächlich auch. Terror. Okay, ich krieg tatsächlich auch Alien Vibes. United Colonies. Steck was in den Käfig, bis es dich killt. Und noch einmal. Okay, hier sind auf jeden Fall deren Habitate. Wahrscheinlich mal nichts Interessantes von uns, außer Medikits. Da muss ich mich dann auch nochmal drum kümmern, wie zur Hölle ich genau mit denen ich klimatisiere. Okay, hier noch nix. Kaffeemaschinen. Irgendwas Interessantes noch. Eine Standardfeldration. Okay, die kann man auf jeden Fall brauchen. Munition, Maßband, was? Verbände. Für Schnittverletzungen und Wunden zu Behandlungen. Okay. Sehr schön. Der Rest ist mir mal egal. Okay, weiter geht's. Mal schauen, was ich machen kann. Der links schaut verschlossen aus, okay. Ich denke, mit dem Roboter schleicht sich's hier auch gar nicht so gut, ne? Zur Hölle? Jetzt kommt gleich Überraschung. Kann ich mich irgendwie auf die Seite lehnen? Wir warten mal kurz. Ich will mal schauen, ob die Skyrim-Intellekt haben oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Gehen die in Richtung von dem, was sie gehört haben? Oder ist vorbei? Okay, gehen schon wieder. Also denke ich, ist okay. Du hast wenig Gesundheit. Drücke 0, um ein Medipack zu verwenden. Du kannst Medipacks auch über dein Inventar verwenden. Okay. Okay, das geht direkt.
Komm, weg Axten. Der letzten zumindest. Bam, Alter. Ich registriere schwache Lebenszeichen in dem Gebiet. So gefährlich hier! Schwache Lebenszeichen. Komm, 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 wo bist du, Bro? Lassen Sie sich nicht erschießen. Skillpunkt verfügbar. Bitte lassen Sie sich nicht erschießen. Du bist ja ein witziger Dude. Du bist echt ein witziger Dude, weißt du das? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Will hier jemand unbedingt sterben? Du gehörst hier. Oh shit. Ah, komm, Money. Gar kein Money mehr. Fuck, ich habe noch 6 Schuss von der anderen. Wow, du hast den eiskalt pulverisiert, Junge! Ich mag dich, Bro! Okay, Muni wieder eingesammelt. Ganz kurz, ich muss noch mal ein bisschen looten, sonst stehe ich hier gleich komplett ohne. Ich registriere in diesem Gebiet keine feindliche Aktivität mehr. Okay, das war der letzte Pester. Bester Mann, so, dann. Ich brauche unbedingt Muni. Ich brauche unbedingt Munition. Hier haben wir, glaube ich, 2 Mann kalt gemacht. Der hat nur eine Rettungsaxt wieder. Alles klar. Hm. Okay. Planetenskulptur. Haben wir noch irgendwie was Interessantes? Nee, aber auf jeden Fall. Oh, shit. Tatsächlich Alien Isolation Vibes. Und so viel zu, es ist kein Feind mehr in der Nähe, ne? No shit, Vasco. Ich höre da irgendwie noch jemanden schreien. Ich bin mir ja nicht so sicher, aber... Ich glaube, da hat gerade jemand geschrien zum Angriff. Los, los, los! Weg! Zeig dich! Oh komm, jetzt machen wir Hackfleisch. Ich will hier nicht mehr warten. Peng, peng, ich weiß nicht wieso. Ich weiß schon wieso, weil es cool ist. Moment. War da noch einer unten? Wer gehört? Uns will jemand die Beute streitig machen. Halten! Beruhigt euch, Jungs. Scheiße, schon wieder kommuniziert. Oh shit! Mehrere! Ich sag dir doch, bleib in Deckung! Fucking hell! Habe ich gerade echt 3-mal daneben geschossen? Fucking hell! Ich brauch deine Munition! Komm wieder zurück, du Schmuck! Und voll ins Kreuz! Entschuldigung. Okay. Aber hier oben hätte ich doch eigentlich noch jemanden gehabt, oder? Ja, na, du, den Uli. Ich glaube, das mit dem Nahkämpfen, das liegt mir dann doch fast ein bisschen mehr. Muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen, mich akklimatisieren mit dem Game. Da kommt der Wikinger durch. Hey, es funktioniert, ja? Never change a running system. Oh, der hat mich erwischt. Schmuck. Okay, die Axt funktioniert gut. Die Axt funktioniert wirklich gut. Ich glaube, da bleibe ich irgendwie dabei. Hey,
Alex Blechle. Hat sich noch irgendjemand so angestellt wie ich? Oder bin ich hier schon wieder der Einzige, der sich irgendwie so... Hä? Scheiße. Ah, guten Tag, darf ich Sie erschießen? Ja, passt doch. Hätte man mit denen eigentlich auch reden können? Also jetzt mal ganz blöd gefragt. Bist der Einzige, der so gut ist? Ja, ja, gut und so. Hör auf, mir Märchen zu erzählen. Ich wollte einfach jetzt nochmal gucken, habe ich hier... Ich brauche gefühlt auf jeden Fall viel zu viel Money. Es kann sein, dass das wegen... Hier, schwerer Schwierigkeit liegt. Vielleicht liegt es daran. Ich habe halt mir gedacht, okay, machst du gleich von vorne weg schwer, weil... Soll ja auch ein bisschen knackig sein, das Ganze. Vielleicht sind die deswegen ein bisschen spongy, aber... Hey, werden wir noch feststellen. Ja, komm. Mach's gut. Dankeschön. Haben wir noch irgendwo interessante Sachen? Ich muss noch ein bisschen ein Auge kriegen für Loot, der sich lohnt zum Mitnehmen. Leere Flaschen und so weiter. Ein Schraubenzieher wahrscheinlich jetzt eher nicht. Hatte ich hier unten nicht noch ein paar ums Eck gebracht? Ja. Hier ist noch einer. Hier noch. Molekülextraktor. Ein sogenanntes Eisbein. Na gut. Das ist auf jeden Fall echt widerlich, was die hier anstellen. Aber hey, Forschung und so, ne? Entschuldigung, die schlechten Witze bleiben nicht aus, ne? Man kann die Teile auch scannen? Ah, scheiße, nehmen. Ne, scannen. Hier kann ich überall nehmen, aber scannen? Pömpel! Okay, auch cool. Wisst ihr was? Egal. Wir gehen jetzt einfach No Man's Sky, sag ich, einfach ohne Rücksicht auf Verluste einfach durch und gucken mal. Die schauen auf jeden Fall alle nicht gesund aus. Ja, also ich meine, ja, sie sind tot, aber irgendwie... Notfall-Slate. Er ist frei. Der Terrormorph ist frei. Wir können ihn nicht stoppen. Als wir das neurale Steuerinterface zünden wollten, ist er total ausgeflippt. Hat die Sicherheitskammer zerfetzt, als wäre sie aus Papier. In nur einer Minute hat er Michaelson, Korb und Sumatri getötet. Keine Ahnung, wo er sich jetzt befindet. Er ist tiefer in die Anlage. Ein Sicherheitsteam ist hinterher, aber... Naja, viel Glück auch. Sobald ich weiß, dass es sicher ist, laufe ich zur Kommstation und rufe die Kavallerie. Das ist eine gute Idee. Hier spricht Hayden Wynn, leitender Xenobiologe. Ich hätte auf meine Eltern hören und Zahnmedizin studieren sollen. Ja, da wäre sowas nicht passiert, ne? So, Computer benutzen. Starware. Operating System. Von Hayden Wynn an die Forschungs... Forschungslogbuch. Dank der UC Marines haben wir nun das zweite Puzzleteil. Einen voll ausgewachsenen Alpha-Predator. Laut meinen Recherchen stellte eine Gruppe Astrogeologen vor fast 100 Jahren den ersten Kontakt auf einem entlegenen Mond her. Die Kreatur schien nicht indigen zu sein und war allein. Es gibt derzeit keine Aufzeichnungen darüber, wie sie dorthin gelangte. Also war es reines Glück, dass die Astrogeologen sie fanden oder vielmehr die Kreatur sie fand. Die Wissenschaftler stuften sie rasch als Occisio Machina ein, als Killermaschine. Die mit ihrer Terminierung beauftragten US-Marines fanden einen simpleren Namen, Terrormorph. Ich habe den Missionsbericht von damals gelesen. Von 8 Soldaten überlebten nur 2, von denen einer ein Bein verlor. Surprise, Motherfucker! Aufregende Zeiten für die Xeno-Kriegsführung. Ja, doch. Und heute bringen wir das NSI am Terrormorph an. Wenn es wieder so läuft wie zu dem Zeitpunkt, als die Soldaten ihn hier ablieferten, haben wir 15 Minuten, um ihn zu sedieren. Wir sollten keine Zeit verschwenden. Ja, hat da anscheinend super funktioniert. Definitiv, das hat richtig gut geklappt.